Hey, hau Kartoffeln, ein weiteres Cyberpunk 2077 Video ist heute für euch im Start. Es gibt mal wieder einige Gerüchte, was die DLCs angeht. Natürlich eine ganz klare Sache vorneweg: Bevor neuer Inhalt kommt, muss in der Regel das Spiel erstmal richtig und gut laufen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch durchaus Spieler, die schon zufrieden sind, wie es läuft, gerade auf dem PC, die vielleicht schon durch sind und die jetzt einfach nur auf neuen Inhalt warten. Man muss natürlich auf CD Projekt Red Seite beide Zielgruppen irgendwie befriedigen. Deswegen werden ziemlich gleichzeitig weitere Patches kommen, aber eben auch neuer Inhalt. Und das ist ja auch deren Roadmap für 2021. Und hier ist interessant, dass mit dem großen Patch 1.2, der kürzlich rausgekommen ist, weitere Sachen ins Spiel gekommen sind, die eben noch nicht veröffentlicht wurden. Und dazu möchte ich euch mal einen kleinen Artikel von Eurogamer vorlesen. Der große Patch 1.2 für Cyberpunk wurde Ende des Monats veröffentlicht und versprach eine riesige Menge an Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen. Brachte zumindest für die PS4 Pro einige signifikante Verbesserungen. Das ist ja leider nicht bei allen der Fall gewesen. Klar, der Patch war nicht perfekt. Ich habe ja auch ein eigenes Fazit und Testvideo dazu gemacht. Mit Patch 1.21 ist es ein bisschen besser geworden. Aber scheint vor allem, dass der Patch heimlich ein paar neue Inhalte für kommende DLC-Updates hinzugefügt haben könnte, da ein Dataminer neue Dateien entdeckt hat, die sich auf die Episode 1 Street Story Quests beziehen. Laut Romulus ist hier, einem Mitglied der Modding-Community, wurden die Questbeschreibungen erst vor kurzem mit dem Patch 1.2 hinzugefügt. Mit dem Modding-Tool CP77 Tools entpackt Romulus seit einiger Zeit Archivdaten, um die Questdateien zu durchsuchen. Die Hauptquests in Cyberpunk werden normalerweise in drei Kategorien aufgeteilt: Prolog, erster Teil und Epilog, nummeriert von Quest 000 bis Quest 204. Ein paar Quests sind jedoch im Lokalisierungsverzeichnis zu finden, quasi dort, wo die Spiele übersetzt werden, und werden zum Beispiel Quest 301 genannt, außerhalb der Parameter der regulären Quests im Spiel. Sie tragen auch den Namen Story-EP1, vermutlich die Abkürzung für Story Episode 1. Romulus glaubt, dass dieser Name den allerersten großen storybasierten DLC bestätigt, und obwohl ein paar dieser Dateien schon seit dem Start des Spiels da waren, wurde eine beträchtliche Menge an Inhalten mit dem Episode 1 Tag mit dem jüngsten Patch 1.2 hinzugefügt. Und die neuen Ergänzungen sind viel interessanter. Romulus präsentierte zwei Screenshots, die zeigen, wie seine Suchtreffer für Episode 1 von 5 in der Launch-Version des Spiels auf 220 nach dem Patch gestiegen sind. Also von 5 Treffern auf 220. Fast alle davon wurden also mit dem Patch 1.2 erst hinzugefügt. Natürlich dem ersten richtig dicken Patch. Da wurde ja so viel genannt. Ich meine, die Patchnotes waren ja wirklich gigantisch groß und da wurden noch nicht mal alle Änderungen vermerkt, die es gab, weil das ansonsten den Rahmen gesprengt hätte, hat CD Projekt Red ja auch gesagt. Es sind also ohnehin schon mal ein paar Sachen unter dem Radar geflogen, aber es scheint auch schon mal ein paar Vorbereitungen für den ersten richtig großen DLC. Es dauert immer ein paar Tage für die Dataminer, bis sie sich da durchs Archiv wühlen und die Dateien finden, aber früher oder später, wie es eben jetzt der Fall ist, wird das auch gefunden. Und gräbt man jetzt weiter in diesen Episode 1 Dateien, wird man Storyplots für Straßengeschichten finden, die derzeit nicht im Vanilla Cyberpunk spielbar sind. Also kurz zum Verständnis, CDPR selbst hat den Begriff Street Stories oder Straßengeschichten verwendet, um etwa 75 kleinere Quests vor der Veröffentlichung von Cyberpunk selbst zu beschreiben. Einige davon haben nur Platzhaltertext, andere aber listen zum Beispiel Ziele oder E-Mail-Austausch auf, einschließlich einer Diskussion zwischen zwei Charakteren über einen neuen Questcharakter namens Wagner. Es wird eine Geiselnahme erwähnt, an der eine Gruppe namens Kurz Miliz beteiligt ist. In einer anderen Straßengeschichte müssen die Spieler eine versteckte Höhle von Netrunnern finden und es wird eine Bombe in einem Schwimmbad erwähnt. Einer der Quests hat eine vollständige Beschreibung und dreht sich um einen Charakter namens Anthony Anderson, den der Spieler vor der Scavenger-Bande retten soll. Möglicherweise eine Anspielung auf Matrix. Jedenfalls gibt es einen neuen Schauplatz namens Newcomer's Haven, beschrieben als eine unfertige Kirche, die als Unterkunft umfunktioniert wurde, die sich vermutlich in Pacifica befindet. Denn der Fixer, der die Quest verteilt, ist Mr. Hands, eben genau der Fixer von Pacifica. In diesem Zusammenhang sagte der Modder Romulus auch, dass er glaubt, dass die Mehrheit der Straßengeschichten, die in Episode 1 eingeführt werden, sich um Pacifica drehen werden. Und tatsächlich taucht in mehreren der Straßengeschichten von Episode 1 der Pacifica-Fixer Mr. Hands auf.
Als Cyberpunk 2077 veröffentlicht wurde, sagten auch viele Spieler, dass sich Pacifica ein wenig unfertig anfühlte, mit überraschend wenigen Gigs. Es scheint wahrscheinlich, dass diese Pacifica-Quests nicht rechtzeitig zur Veröffentlichung des Spiels fertig wurden und durch kostenlose DLC-Patches hinzugefügt werden könnten. Was die Frage angeht, ob diese Straßengeschichten jetzt schon im Spiel gespielt werden können, sagte Romulus, dass dies theoretisch möglich wäre, aber um das zu bestätigen, müsste man sich durch tausende von unentdeckten Dateien wühlen, eine wahre Sisyphus-Arbeit. Ich bin mal sehr gespannt, was zuerst kommen wird, Modder, die sich tatsächlich diese Arbeit machen werden, oder CDPR, die das Ganze von offizieller Seite raushauen werden. Zum Beispiel schon mit Update 1.3, allzu lange sollte das ja nicht mehr auf sich warten lassen, da ja schon 1.21 wie aus dem Nichts gekommen ist vor einigen Tagen. Der hat übrigens keine Änderung an den Textdateien vorgenommen, obwohl die Polizei jetzt immerhin nicht mehr hinter euch auf Dächern spawnen wird. Eine gute Änderung, wie ich finde. Übrigens mein Testfazit, dazu findet ihr auch jetzt oben rechts in der Infokarte, falls ihr da mal reingucken wollt. Neben den Straßengeschichten ist laut Romulus auch eine beträchtliche Menge an Inhalten erschienen, die die bestehenden Storybögen ergänzen, wie Dialoge und Texte für Hauptcharaktere oder auch Charaktere in Nebenquests, die, in Anführungszeichen, Dinge interessanter gestalten sollen. In der Zwischenzeit wurden einige Fotomodus-Posen, die seit dem Start des Spiels schon in den Dateien enthalten waren, jetzt mit dem Titel Photo Mode Facial Singing auf Englisch hinzugefügt. Romulus sagte, dass diese neuen Dateien normalerweise zuerst auf Polnisch vorgestellt werden und die Tatsache, dass es jetzt schon übersetzt wurde, zeigt, dass man hier schon ziemlich nah an der Fertigstellung für die Implementierung des Spiels ist. Es ist erwähnenswert, dass man jetzt schon sicher sagen kann, dass zwar die Dateien existieren, aber man nicht sicher sagen kann, ob und wann sie implementiert werden. Das weiß man erst, wenn CD Projekt Red das offiziell ankündigt. Also hier alles mit Vorsicht genießen, was ich gesagt habe. Natürlich, coole Sache auf jeden Fall, mehr Quests und 75 an der Zahl vor allem, das wird eine ganz schöne Weile bei der Stange halten. Entwicklungspläne können sich allerdings ändern und wir wissen immer noch nicht, wann die Episode 1 Dateien spielbar gemacht werden, wenn überhaupt. CD Projekt Red lehnt einen Kommentar zu den neu gefundenen Dateien ab, aber die Tatsache, dass viele dieser Dateien im 1.2 Patch hinzugefügt wurden, das zeigt dann doch ganz deutlich, dass wir die Quests vielleicht schon bald sehen werden. Und wenn nicht, nun, es ist immerhin noch ein interessanter Blick auf unveröffentlichte Inhalte. Und wo wir gerade davon sprechen, das hier hat ja schon wirklich Hand und Fuß. Diese Dateien gibt es wirklich. Allerdings war vor kurzem noch ein Leak im Umlauf, der einige weitere gezeigt hat. Und zwar kam der von Epic Games Store, zumindest laut einem Reddit-User, der das Ganze dort gefunden hat. Ich zeige euch einfach mal die Liste von Sachen, die er dort entdeckt hat. Und das hier scheint mir dann schon eher nach einem Wunschkonzert. Also klar, das klingt alles cool. Ripper Docs, Body Shops, gerade mehr Customization-Möglichkeiten auch in der Stadt selbst, wenn man seinen Charakter eigentlich schon gemacht hat. Nochmal die Möglichkeit, dass man wirklich optisch ein bisschen was verändern kann. Fashion Forward, klingt wie eine Modenschau. Gangs of Night City. Und wir wissen ja hier schon, in den Dateien wurde ja eine neue Gang hier angekündigt. Wie hieß sie nochmal? Irgendwas mit Harvards Miliz oder so? Kurzmiliz, da heißt es. Also wer weiß, vielleicht ein paar neue Gangs, die sich gegeneinander an die Gurgel springen. Body of Chrome, also vielleicht kann man seinen ganzen Körper chromisieren, was ziemlich cool wäre. Rise of the Dark Future, ein paar neue Autos, klar, warum nicht. The Relic und Neck Deep klingt nach Story-Mission. Und die Night City Expansion, ja, also ich glaube, bis wir wirklich neue Orte entdecken können in Night City, das wird doch noch ein bisschen länger dauern, also wirklich außerhalb von Night City. Ich denke schon, dass die Stadt ein bisschen spielbar gemacht werden soll, dass man da einfach ein paar Gebäude nutzbar macht, die momentan nur leer sind und rumstehen. Eben wie diese vorhin genannte Kirche, das scheint mir ein guter Ansatzpunkt zu sein, das kann man ja auf mehrere Gebäude noch ausweiten. Ganz klar muss aber sein, festzuhalten, dass Priorität 1 weiterhin ist, dass das Spiel spielbar ist und wieder zurück in den PlayStation Store kommt. Also die Patches sind an oberster Priorität, aber neuer Inhalt darf eben auch nicht fehlen, weil immer noch genügend Spieler da sind, die wirklich zufrieden sind, wie es bei ihnen läuft und die jetzt einfach nur noch warten, bis neuer Inhalt kommt. Oder eben auch neue Verkäufe, die wird man halt dann vor allem machen, wenn es richtig coole DLCs gibt. Im besten Fall natürlich kostenlos, aber vielleicht irgendwann mal auch wirklich richtig kostenpflichtige. Da sprechen wir aber wahrscheinlich erst nächstes Jahr drüber.
Wie auch immer, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich verabschiede mich an der Stelle erst einmal mit einem Shoutout an meine Kartoffelritter, die mich finanziell mit einer Kanalgeschaut unterstützen. Vor allem Prophet, Chris, The Joker, René, Markus, Mazarev, Kevin, B. Christy, Wiele, Assassin, Kuroka, Drank, Divita, Mara, La Lucas, Marco, Lananda, Gerald, Last Human, Chili, Tom, Christian, White, McLangray, Shooter, Chris, Michael, Alfred und Fotos. Vielen Dank an euch. Ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut, zum bis zum nächsten Mal, Kart und ciao. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 Kartoffel, Kartoffelkönig. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.